Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Donkey Kong Country. Es geht weiter mit Stop and Go Station. Und mir ist erst jetzt aufgefallen, dass der Titel auf Englisch ist und nicht auf Deutsch. Ich werde versuchen, das noch umzustellen auf Deutsch. Und wenn es nicht gehen sollte, dann geht's halt nicht, ne? Ist euch bestimmt schon eher aufgefallen als mir. Aber kommen wir mal mehr zum Level hier. Das ist auch einer der Levels hier, die ich für nur Instant verkackt habe. Komischerweise sind hier viele Levels, die ich schon erwähnt habe, in diesem Let's Play, die ich verkackt habe. Und dann müsste man sich auch denken, der ist ja der totale Noob hier. Das kann sein, aber... ja, das ist wieder ein gutes Beispiel, was ich gerade gemacht habe. Nee. Ich weiß nicht, irgendwie liegt mir die zweite Welt nicht so. Also ich kann sie auf jeden Fall jetzt relativ besser spielen. Zum Glück nicht die Trophäe. Ohne Spaß, ich fühle mich so verarscht. Ich fühle mich verarscht. Ich freue mich so, wenn ich die Trophäe nicht bekomme und ich bekomme sie einfach trotzdem. Na gut. Ach man. Von was ich sowieso nicht verstehe. Warum haben diese Krokodile hier rote Augen? Was ist mit denen los? Haben die zu viel Crack genommen? Nö, du blödes Junkie-Krokodil, auf mich immer umzubringen. Ich habe mich früher auch nur ins Stil umgebracht. Hier kam ich irgendwie nicht weiter, aber... komischerweise habe ich mit Donkey Kong geschafft. Ich wäre mir sicher gewesen, dass ich mit Donkey Kong jetzt einmal abgenippelt wäre. Und ich will keine Beziehung mit dir aufbauen, lass mich in Ruhe, ich bin jetzt nur hier. Wegen dem Fass, wegen dem Speicherfass. Apropos abnippeln oder abkratzen. Ich bin bis jetzt in diesem Let's Play ja noch nicht einmal abgenippelt. Was relativ gut ist. Diese Story fast lieber gehabt. Ach, hier ist es ja. Mal sehen, wie lange wir es schaffen, ohne einmal zu sterben. Ach man. Da ist er schon wieder weg. Brauche ich den Reifen? Ich weiß es nicht. Schieb mir den. Ah, okay, der Reifen ist weg. Weiß zwar nicht, wo der nochmal war. Ach, für das. Man muss hier hoch. Und man kann es entweder mit dem Reifen oder so oder man opfert einen Partner. Ich habe früher Donkey Kong immer geopfert für das. Und Donkey Kong ist immer noch angepisst auf mich, wie er das gerade gesehen hat. Wäre ich natürlich auch, wenn ich nicht nur als Opfergabe dienen würde, aber... es tut mir leid, Donkey Kong, ich weiß nicht, wie ich es wieder gut machen sollte. Wie wäre es, wenn ich dir helfe bei diesem Ratespiel und diesen grünen Ballon dir schenke? Weiß zwar nicht, warum du auf den Arm guckst, aber... hier. Er mag mich wieder, yeah. Das ist ja alles wieder in Ordnung. Ist doch gut so. Ich mag das nicht, wenn Donkey Kong so böse auf mich ist. Aber ich nehme trotzdem Diddy Kong. Wenn ich weiter so oft Diddy Kong benutze, sollte man das Spiel bei umbenennen oder das Let's Play zu Diddy Kong Country und nicht Donkey Kong. Okay, da oben ist ein, glaube ich, ein tierischer Helfer gewesen. Ich weiß nicht mal welcher. Aber egal. Wir schaffen es auch ohne den. Ich gehe jetzt nicht mal ein Risiko ein und gehe dann nochmal hin. Okay. Mit was wirft dieser Geier eigentlich? Mit Kot? Oh mein Gott, nur noch Donkey Kong. Oh. Okay. Das habe ich jetzt nur aus Reflex geschafft, das mit den Schlangen. Ach, wenigstens das Ende. Wir sind jetzt schon beim zweiten Boss. Es ist nicht Cranky, aber es ist Nicky Nuts. Ja, das Spiel wird immer komischer. Aber ich liebe es trotzdem. Vielleicht schon allein die Tatsache, dass es lustig ist, dass... oder warum zur Hölle spuckt dieses Vieh Kokosnüsse? Was ist das? Ein Flamingo oder ein Geier? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall will ich jetzt meine Banane haben, meine Mega-Banane für Donkey Kong. Weil er seiner gestohlen worden, angeblich, soweit ich das gehört habe. Aber eins will ich noch loswerden. Ist euch mal aufgefallen, dass auf dieser Overworld Map links das Piratenschiff immer näher kommt? Es war am Anfang zwar noch nicht da, aber das wird jetzt immer näher kommen, wenn wir eine Welt schaffen. Das hättet ihr euch vielleicht im ersten Part erklären sollen, aber ich hab's vergessen. Tut mir leid. Wenigstens habe ich es einmal erwähnt. Okay, ich wechsle erstmal zu Diddy Kong. Wir sind jetzt schon im Wald. Es geht aber schnell.
Bloß das Problem ist, ich habe langsam keine Ahnung mehr, wo die ganzen Secrets sind. Das könnte jetzt schon langsam schwierig werden. Ich weiß, dass da oben noch eins ist. Das habe ich jetzt gerade irgendwie nicht erreicht bekommen. Wir können mit Absicht verkacken. Rager DD Reloaded. Das kann nämlich jetzt schon langsam passieren, dass wir ein Secret vergessen. Oh nein. Und das Level wiederholen müssen. Oh, das war knapp. Okay. Man hätte auch das Fass nehmen können, aber das verkacke ich auch einfach. Scheiß drauf. Ist nicht so wichtig, oder? Oh. Ich krieg immer Schiss, wenn ich das mache. Ich hoffe, ich krieg Diddy Kong wieder, weil ich mag dieses Wildlevel alleine. Nein, nicht so ganz. Ich hoffe, ich habe jetzt alle Secrets. Oder gibt's noch eins? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es gibt noch eins sogar. Oh mein Gott, ey. Ich hasse das mit diesen Geiersprüngen. Ich mag das überhaupt nicht. Ah, ich sehe es. Ne, dann nehme ich doch lieber Donkey Kong. So. Jetzt sehen wir wieder. Jetzt fast nimmst du Diddy Kong. Und hier oben ist es. Und hier braucht ihr einfach nur auf die B-Taste zu spammen, hier auch ein SNES-Controller habt, wie ich oder das Spiel auch habt. Ja. Diese blöden Bienen, ey. Oh, wenigstens geschafft. Und wir haben natürlich alle Secrets. Und jetzt kommt zum schon wieder mal einer meiner Lieblingslevels. Das ist das hier. Ich erkläre euch auch gleich, warum das einer meiner Lieblingslevels ist. Sogar eins richtig. Rager Diddy Reloaded Reloaded. So. Jetzt hab ich's. Und zwar, das ist... Hier muss man nur mit den Fässern schießen. Bei dem Level. Also, eigentlich nur. So. Das habe ich früher geliebt bei Donkey Kong auch. Das Fässer schießen. Sieht auch schon richtig geil aus. Und die Musik auch. Checkpoint schon? Oha. Ich hab gedacht, das geht ja. Oh man. Ich muss mich grad... Und da ist schon unser erster Tod. Es war mir so klar, dass ich irgendwann bei sowas sterben werde, aber egal. Oh nein. Oh bitte nicht, jetzt schon wieder. Nicht wie bei Super Mario World, nee, nee. Da habe ich jetzt gerade nicht so viel, muss ich sagen. Ich glaube, ihr wisst, wenn ihr das Video gesehen habt, um was es ging. Oder irgendjemand hat sich wahrscheinlich einen Spaß erlaubt und hat mir eine Nachricht gegeben. Egal. Lass uns nicht stören und versuchen, das Level einfach weiter zu schaffen. Nein! Oh Mann. Ich verkacke einfach zweimal meinen Lieblingslevel. Das ist so armselig jetzt schon langsam. Na gut. Okay, nicht gut. Los, Diddy Kong. Ich drücke auch manchmal aus Versehen auf die Taste. Weil man kann komischerweise auch mit der Renntaste das machen. Das heißt, wenn man rennen will, geht das auch mit den Schießen. Deswegen. Das mache ich gerade aus Versehen manchmal und dann ist mir das wie vor uns gerade jetzt passiert. Irgendwie ist das gerade schon wieder so komisch, aber wenigstens jetzt hast du den Weg geschafft. Zwei Tote. Oh man. Tja, kann man halt nichts machen. Ist halt so. Komm, wie es gekommen ist. Das ist schon das zweite Wildlevel. Das ich weniger mag. Wegen diesen Seilen. Bewegen sich manuell. Ich meine, ja genau, manuell. Nein, automatisch. Jetzt mach ich mal auf. Vielleicht
Oh nein, schon wieder das. Okay, alles in Ordnung, alles in Ordnung. Bloß mein Bildschirm ist so richtig dumm gerade ausgegangen. Ist halt so dumm, wenn man mit dem Controller spielt. Das habe ich leider nicht eingestellt. Oh, oh, oh. Ja, aber momentan schlage ich mir noch gut in diesem Level. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte schon längst gedacht, dass ich einen von denen verloren habe. Schon ganz alleine daran, dass der Bildschirm gerade ausgegangen ist, so richtig schlecht. Oh Mann. Habe ich alle Secrets wenigstens? Na, ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keinen Bock zurückzugehen. Ich glaube, ich kann auch gar nicht zurück. Ich bleibe jetzt mal hier so stehen einfach. Nein, 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 das mache ich nicht. Hier aber. Oh, oh mein Gott, das war knapp. Das war ein bisschen risky, aber immerhin noch geschafft. Hier unten ist eins. Ein Fass, das man nicht so leicht sieht. Aber hier habt ihr es jetzt gesehen. Da ist es. Ihr könnt mich mal. Ich werde jetzt meine Augen zumachen und irgendeins nehmen. Okay, zum Glück habe ich es verkackt. Wieso müssen wir immer verkacken? Darum müsst ihr immer verkacken. Was heißt immer? So oft verkacken wir auch nur wieder nicht. So, das Fass müssen wir mitnehmen. Müssen wir das so hier mitnehmen. Man kann es vielleicht noch besser machen, indem man halt das Fass schafft, durch alle zu bekommen. Ist hier das? Weil ich glaube, hier ist ein Secret. Ja, genau. Ach, scheiß drauf, nein, kein Bock. Dauert mir zu lange. Das müssten alle gewesen sein, oder? Und das ist es tatsächlich. Dann würde ich sagen, ein Level noch und das war's von dem Part auch. Für heute natürlich. Das hier brauchen wir, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Ich nehm's mal mit. Ja. Genau. Und da ist auch schon der letzte tierische Helfer, den wir hier finden können. Das ist der Strauß. Der ist ganz schön schnell. Oh mein Gott, wie knapp. Ich wollte schon sagen, kommen wir hier gar nicht mehr hoch. Oh mein Gott. Alter, wie ich... Nein, 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 nein. Na gut, dann... Das war's mit dem Strauß. Aber der ist mir zu schnell. Der ist mir wirklich zu schnell. Hier. Okay, der war wirklich einfach das Secret. Das ist einfach ein Fall gewesen. Den hätten alle finden können, denke ich. Und... Ja, also ist wirklich nicht schwer. Ich glaube, hier ist es schon eher einfacher, die Secret zu finden. Bei diesem Level. Außer das eine, okay, das eine. Woher sollte man wissen, dass man das Fass noch mitnimmt? Ich habe jetzt bloß geraten, weil ich kenne das Level noch. Man muss hier nämlich schon öfters raten. Oh Mann. Ich muss ein bisschen hinnehmen. Okay. Ich überlege, mache ich jetzt noch ein Level? Mach ich noch ein Level? Ich weiß bloß, dass das Level hier echt scheiße schwer war. Von dem Secrets her. Speichern erstmal. Wir gucken uns das einmal an, weil falls wir verkacken sollten, dann machen wir uns den nächsten Bart. Ach, doch, das war das Level. Oh nein. Warum habe ich das jetzt gemacht? Womit habe ich das verdient? Und zwar... Hier gibt es 5 Secrets. Ohne Scheiß, Leute. 5. Ich habe darauf so gar keinen... Wir müssen das Ding jetzt wieder zurücknehmen. Die Krokodile wenigstens weg. Nein, 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 nein. Und jetzt haben wir es uns schon verbaut, weil eigentlich müssen wir das hier mitnehmen. Na gut. Ich bin wieder abgestorben. Dann lassen wir das hier offen. Ich würde sagen, im nächsten Part machen wir das Level. Hundertprozentig. Ich werde versuchen, weniger zu sterben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzugucken.
Lasst ein Like, ein Dislike da, je nachdem wie ihr es fandet. Abo wäre natürlich wieder schön. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.